So, da wären wir wieder zurück bei Projekt Beastown. Wir haben die Turtles im letzten Part fertig gemacht, haben die Räume soweit fertig gemacht, beziehungsweise den müssen wir noch kosmetisch einrichten. Dieser hier an sich ist schon fertig. Und zwar wird er jetzt hier hingestellt, genau so. Und die Turtles, die kann man jetzt halt noch probieren. Lock Terminal. Achso, das ist, weil ich Wetworks drauf gemacht habe. Da weiß ich noch gar nicht, ob das genauso funktioniert, wie ich mir hoffe. Was ist, wenn ich jetzt mache? Ach, da muss ich Username und so eingeben. Was gebe ich denn ein? No Name Jar? Kann man ein Passwort sehen? Nö. So. Welcome, No Name Jar. Curve Time ist 5:38. Also, jetzt zeigt mir sogar die Time an. Help. Programs, Programming, ja. Ich denke mal, hier wird jetzt nichts drauf sein. Ups. Programs, der war da noch beim Index anzeigen. Circulator, das Ding hat einen Taschenrechner. What the fuck, man, what the fuck. Mit Edit können wir ein Programm schreiben. Wir können auch schon mal ein Label an sich machen. Reboot hat es. Kann ich hochscrollen? Nee. Schade. Ich wollte noch mal kurz, kann ich hier, das geht, Programs, Tutorial hat das nämlich, das will ich mal kurz eingeben, Tutorial, Tutorial, Start, Choose Scepter, Example, Save Example to file, Learning how to create a program, Save that program, Run that program. Space to continue. Gotta learn how to create our first program. Creating a program is very simple in CC. Edit program name. Edit means we want to create or edit program. The program is the name of the program we wish to edit or create. Ja. Also er sagt uns jetzt, also hier sagt er uns, wir lernen jetzt ein Programm hier zu erstellen, dann sagt er uns halt Edit und dann Programmname, das müssen wir eingeben, um ein Programm zu erstellen oder das zu editieren, also zu bearbeiten. Also Edit für editieren bzw. erstellen und dann Programmname, da können wir eingeben, was wir wollen als Programmname. Aber ich glaube, das muss ohne Leertaste sein. Ja, das ist dann, okay. Kann ich irgendwie quit? Ja. 5. Wie gesagt, das werde ich ein andermal machen. Was hattest du sonst noch? Help? Nicht help. Sondern Programs. Was war's denn? Programs mit ein M, Entschuldigung. Irgendwas hattest du doch. Achso, Label, genau. Label set wie nenne ich das Ding? Monster Farm? Oder wie soll ich es nennen? Ich nenne es Monster Farm jetzt einfach. Label Get, es dürfte uns anzeigen, was er hat, oder? Ah, ich soll es auch richtig schreiben. Genau. Also Label Set ist im Endeffekt der Name dieser Turtle, den wir ihr geben. Label, können wir das irgendwie sehen? Genau, hier können wir sehen, was wir für Labels machen können. Label Get ist halt das, was wir vorhin gemacht haben. Dann kriegen wir den Label, den er hat. Label Set ist halt den wir geben wollen. Dann müssen wir halt einen Text angeben. Label Clear, ich denke mal, das löscht das. Was er mit Drive meint, weiß ich nicht, mit Fahren. Label get drive. Ich habe keine Ahnung, was der mit drive meint. Den Befehl kenne ich jetzt noch nicht, da müsste ich dann nochmal gucken. Ja. Und jetzt müsste ich das Ding halt im Endeffekt nur noch programmieren. Und dann wird es halt ständig nach vorne hauen, das soll es machen. Dann Items aufsammeln und nach hinten diese Items ausgeben. Das sind drei simple Befehle, die ich in der Schleife packen muss, die er dann halt dauerhaft ausführen soll im Endeffekt. Ich hoffe, das bekomme ich irgendwie hin. So. Die andere Turtle kann ich an sich auch schon platzieren. Ich glaube, den Platz haben wir schon kreiert, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich dieser Turtle den gleichen Label gebe, ob das dann auch das gleiche Programm ausführt. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. So, und... Ich bin ins falsche Loch gesprungen. Hier soll die Turtle hin. Das wird auch gelockt. Da soll natürlich kein anderer reingucken, was die Turtle großartig macht. Daher sichere ich die Turtles. So. Jetzt ist es schon 16 Minuten. Mehr nicht. Wir können die Dinger auch rebooten. Reboot einfach nur. Wenn man spricht. Und jetzt wollen die halt immer, dass wir unseren Username und so eingeben. Das ist an sich kein Problem. Es buggt zwar anscheinend mit der Anzeige ein bisschen, aber ist kein Problem. Dann kommen wir halt automatisch wieder rein. Also wenn das Ding irgendeiner rebootet, dann kann er es nicht automatisch wieder starten ohne uns. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Denn ich wollte ja auch... Label... Get... Oh nein, Label Set wollte ich machen. Label Set... Monster Farm. Ich glaube, so haben wir den anderen auch genannt, ne? Ich gehe sicherheitshalber nochmal nachgucken. Ist eigentlich geil, wenn das Loch ich reinspringe. Label Get... Monster Farm, ja. Hätte hier oben auch noch gestanden. So. Jetzt müssten wir im Endeffekt die Soul Shards erstmal voll bekommen. Dann will ich da noch eine Dia-Truhe auf jeden Fall hinter haben. Aber erstmal soll er überhaupt tun, was er soll. Also schlagen und pumpen. Das ist mir das Wichtigste im Endeffekt. Rubine. Marble. Eimer. Brauche ich gerade alles nicht. So, ich bin ja mal gespannt, was hier jetzt alles drin abfüllen will. Ich weiß, wo mein Obsidian ist. Ich weiß jetzt gerade wirklich, wo mein Obsidian ist. Super Sache, der Scheiß. Irgendeine von euch war leer. Also Obsidian hier reinstopfen. So, ich hab noch ein bisschen mehr. Wow. Und damit werden die schon mal leer, das ist sehr schön. Dann stopfe ich mir die oben schon mal rein. Will ich nochmal den kurz nachgucken. Den leere ich auch mal, vor allem weil da so viel Wolle drin ist. So, die Käfer. Die Wolle wird da nicht reinpassen. Kommt die Wolle halt hier rein. So, den Rest lasse ich einfach mal drin. Der kann von mir aus noch weiter stacken. Pressing-Wert brauche ich nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen, dass es anscheinend gereicht hat. Nehme ich mal Soul Shards. Wir müssen die da unten in der Leiste drin haben, damit sie benutzt werden. Und wir gehen mal ganz schnell irgendetwas suchen. Oh, ich kann mal F7 ausmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Richtung die beste ist, wo noch irgendwelche Towers oder so stehen. Ich denke mal, Richtung Wüste ist die beste. Ich bin mir jetzt aber unschlüssig. Denn wir müssten die Soul Shards voll machen. Oh. Von Zombies. Oh, warte, da fällt mir gerade ein. So, oh nein. Na gut, das ist hier egal. Jetzt ist das Soul Shard, wie gesagt, jetzt ist da unten diese Leiste drin. Ey, da lasst mich doch mal erstmal in Frieden hier, bitte. So, ich will das nämlich zeigen. Jetzt ist es ein Zombie Soul Shard, wie ihr das seht. Soul Shard, Zombie, Tier 0, Killed 1. Damit. Ist jetzt definiert, welche Seelen in diesen Soul Shard reinkommen. Dafür muss man mindestens erstmal ein Monster killen. Und dann muss der jetzt nur noch voll mit Zombies bespickt werden. Das sollten wir ja irgendwie hinbekommen, denke ich mal. Wenn da unten nicht so viel Lava drin wäre. In jeder verkackten Ecke. Lass mich raten, das wurde von hier oben aus freigesetzt. dann gehen wir mal da unten ins Lobby.
Aber ich glaube, ich habe die ganzen Spawner hier drin kaputt gemacht, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier geht's auf jeden Fall runter. Also ich höre und sehe auf jeden Fall irgendwie Zombies. Da hat, glaube ich, gerade ein Eisen gedruckt, oder? Aber, what the fuck? Da oben ist doch gar kein Spawner, warum fallen die von da oben runter? Ich fühle mich so leicht verarscht. Ich weiß, dass ich nicht alle Spawner, die ich gesehen habe, kaputt gemacht habe. Und genau diese suchen wir jetzt im Endeffekt. Über mir ist Lava. Ich würde gern raus. Hier geht's auch raus. Sehr schön. Gut, dann suchen wir weiter. Ich könnte ihn jetzt auch per Hand füllen, aber ich suche am liebsten jetzt gerade Zombie-Spawner. Dafür suche ich Ruinen. Ich habe schon wieder einen Dingschatz, sehr schön. Upsala. Ich weiß gar nicht, ob wir auch einen Wisp-Spawner machen können, aber ich weiß auch nicht, ob der so klug wäre, weil der nicht vom Wasser weggespült werden könnte. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir sowas machen würden, sollen, tun, Dingsen, ne? Also so einen Wisp-Spawner zu kreieren. Ich denke mal, das ist nicht so einfach. Alter, ich hasse Dschungel. Ernsthaft. Der größte Scheiß, der je erfunden wurde. Dschungel. Gehört komplett niedergefackelt, niedergerissen. What the fuck? Wer hat denn da den Baum so rasiert? Ich wollte gerade sagen, war das überhaupt schon weit genug von der Stadt weg? Aber ja, war's. So, und bei diesen Sachen sind leider nie was. Also hier bei diesen Baumhäusern-Dingern da. Das ist sehr schön, dass ich da jetzt festhänge. La, 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 lo, lo, lo. Witherskull. Ja, das ist Höllenmarkierung. Da haben wir in der Festung Witherskelette gefunden. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube es nicht nur, es ist sogar so. Hallo. Ich würde gerne raus. Ich suche nur nach Spawnern, wisst ihr das? Ja, hier sieht es doch einfacher zu suchen aus. Kein verfickter Dschungel, ey. Wie ich es hasse. So, kurz was fressen. Das sieht doch schon sehr eiland aus hier. Was Spawner angeht. Dürfte ich kurz rein, bitte? Das sind nicht die Spawner, die ich suche, darum mache ich die mal ganz schnell kaputt. Du gehst mal auf den Sack. Ja, du auch. Also wie viele Blaze-Spawner hier einfach sind, ne? So, da hätten wir schon mal einen Zombie-Spawner. Wenn man einen Spawner aufsammelt, dann gehen die Dinge automatisch, dann kriegen die Dinge automatisch ein Level ab. Hier hätten wir auch mal so eine random Höhle einfach, cool. Eigentlich könnten wir mal. So, Spinnen-Spawner. Skelett-Spawner. Jetzt darf ich gerade kein Skelett, glaube ich, mehr kaputt hauen. Und keine Spinne. Ich würde auch gerne nochmal hoch. Hier geht es nur runter. Denn ich würde jetzt gerne einen Blaze kaputt hauen, damit ich auch die Blaze-Spawner absorbieren kann. So, damit hätten wir jetzt auch einen Blaze-Spawner. Weiß ich leider nicht, was was ist. Und die Viecher mobben mich gerade hart. Blaze Zombie Spider Skeletten. Blaze Zombie Spider Skeletten. Doch, geht mir noch nicht auf den Sack. Blaze Zombie Spider. Blaze Zombie Spider Skeletten. So, da hätte ich die schon mal ein bisschen voller. Blaze Zombie
Blaze Zombie. Zombie ist schon fast voll. Also wie ihr seht, kann man sie so auch recht schnell füllen, wenn man da so ein paar Spawner findet. Ich weiß nicht, ob die anderen das wissen, wie man die überhaupt füllt. Ich bin ja mal gespannt. So. Ja, man füllt die natürlich auch durch Kills, so wie ich es hier gerade mache. Aber so ist es nicht geplant. So erstmal hier hoch. Blaze Zombies bei der Skelettens. Blaze Zombie Spider. Ups, na dann gehe ich halt runter. What the fuck? Ja, das lutscht natürlich gerade alles extrem an der Energie meines Anzuges. Daher wäre ich euch sehr zum Dank verpflichtet, wenn ihr es mal lassen würdet. So. Aber. Blaze Zombie Spider? Das ist nicht der Spider? Doch, das ist der Spider. Ach, das ist eine andere Spider-Art. Das ist Zombie. Weg. Weg. So, kann man da einer rauskommen, bitte? Ich möchte, dass da eine Spinne rauskommt. Ah. So, das ist jetzt nämlich der. Das sind nämlich Cave Spiders. Hätten wir die auch. Damit hätten wir jetzt im Endeffekt... Der hier wäre schon fast voll. Was ist denn das? Das ist ein Zombie. Da fehlt noch einer. Ich glaube, oben haben wir noch ein paar Spawner übersehen. Also hier laufen auf jeden Fall noch Zombies rum. So ist es ja nicht. Gerade runtergefahren. Oder ist einfach wieder hochgegangen. Wir gucken jetzt mal oben, was wir hier noch für Spawner haben. Ich glaube, ein Blaze-Spawner ist hier auch noch. Leider haben wir die ganz oben schon kaputt gehauen, aber wir finden auf jeden Fall noch mehr davon, so ist es nicht. Also hier ist keiner. Kein Blaze-Spawner. Hallo Huhn. Hier sind noch welche. Das sind andere Spawner. Ah, lass mich doch in Frieden. Alter, seid ihr penetrant. Och. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Durch dich mal weg und durch mal rein. Ich muss wieder hochlaufen. Moment. Das sind jetzt aber normale Spinnen, oder? Irgendwo hier muss doch noch ein Blaze-Spawner sein. Jetzt gerade wieder eine Spinne runtergefallen. So, das war ein Spinn-Spawner. Okay, jetzt hätten wir alle Spawner, glaube ich, aufgesammelt. Ich gehe nochmal runter gucken. Unsere Rüstung ist gut beschädigt. Aber ihr seht, Tier 4, Tier 4, Tier 4, Tier 4. ist natürlich mit der One-Spot jetzt nicht so schwierig. Und wir haben auch schon wieder 13 von Chart of Minium. Okay, es wäre schon recht schwierig gewesen, weil ich habe eigentlich recht viel Schaden bekommen. Da backt gerade ein Zombie. Weil ich habe wirklich an sich verdammt viel Schaden bekommen. Ohne die Rüstung wäre es natürlich schon recht schwierig gewesen, muss man zugeben. Also so einfach ist es dann doch nicht, aber wenn man halt schon so wie ich im Endcontent ist und sogar durch Lava durchschwimmen kann, dann kümmert einen so viel, so einiges nicht mehr. So. Das ist einfach Tatsache. Warum sind hier noch so viele Zombies? Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Spawner versteckt? Ein Creeper-Spawner wäre natürlich auch interessant noch.
So, damit könnten wir jetzt auch Creepers machen. Creepers haben, glaube ich, jetzt den Nachteil, dass man sie natürlich nicht so einfach finden kann. Also, ich glaube nicht, dass man Creeper spawnen. Obwohl doch, durch die Wounds Mod findet. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das hat doch einen Haken. Ne, da ist nichts weiter. Okay. Ah, dahinter ist aber was. So, aber ich sehe jetzt nichts Höhlenartiges. Also, höhlenartig schon, aber ich meine jetzt so wegen Dungeon Party und so, ne? You bitches know what I mean? Es ist gerade sehr dunkel, tut mir leid. Also, ihr habt es ja sowieso noch um einiges heller als ich. Davon abgesehen. So. Der Hochweg sollte eigentlich weniger das Problem sein. Hier unten ist es wieder heller. Hä, wie hier die Blöcke platziert sind. Einfach mal so mitten in der Luft und so. Also ich hätte diese Standard-Spawner gern schon auf alle auf Level 5. Also Cave-Spider können wir 5 machen. Zombie können wir auf jeden Fall 5 machen. Spider mache ich 5, Skeletten mache ich 5. Blaze müssen wir gucken, ob wir noch genug Spawner finden. Creeper müssen wir gucken, ob wir überhaupt Spawner finden. Aber ich denke mal schon. Ja, an sich brauchen wir keine Materialien, das ist so die Sache, ne? Also, ich könnte es hier natürlich abbauen ohne Ende. Ich meine, Uranium, okay. Weil davon findet man recht selten was. Aber den Rest würde ich hier sogar sagen, lasse ich eher für andere. Nichts. Na, wo lasst du die? Das nehme ich dann doch nochmal mit. Effa für den Schwebemodus. Arbeiten wir uns einfach mal hoch. So. Frische Luft. F, um wieder auszumachen. Da waren wir jetzt, glaube ich, gerade drin. Gehen wir mal weiter Richtung Norden, will ich mal behaupten. Und gucken, ob wir noch irgendwo so ein Ding finden. Ich denke mal, einer sollte reichen, damit wir dann die Scheiße voll haben. Also die wir brauchen, voll haben. Weil eigentlich, ich glaube, platzieren tue ich jetzt erstmal nur Zombie dort. Und ich glaube, ich werde echt für jedes einzelne Ding einen eigenen Raum anlegen, damit ich gezielt die richtigen Dinger an und ausmachen kann. Nur von wegen, ich brauche Gehirne. Okay, Gehirne gehen an. Dann kann ich mir nämlich überlegen, dann noch ein Sortiersystem hinterzubauen, weil das verrottete Fleisch und so brauche ich ja dann an sich alles nicht. Ja, natürlich finde ich jetzt hier an sich nur Müll, ne? Könnte sogar sein, dass hier sogar schon mal war. Wo lang jetzt? Komm her. Dann hätte ich nämlich jetzt, glaube ich, auch schon wieder genug, um ein Ding zu bauen, um ein Cage zu bauen, ohne mein Eisen dafür zu verschwenden. Ja. Wenn man diese Dinger sucht, dann findet man sie natürlich nicht, ne? Das ist doch typisch. Das Standardphänomen eigentlich. Es ist egal, welches Spiel. Das, was man sucht, findet man nicht. Alles andere liegt offen auf der Hand. Da ist wieder eine Wüste. Naja. Sieht nicht sonderlich nach Wüste aus hier. Um mal ehrlich zu sein. Ein Chief. Das wurde aber, glaube ich, schon gescoutet. Also ich weiß nicht, ob da noch großartig was ist. Ich gehe mal gucken einfach. Das ist auch nicht so ein Piratenschiff wie das, was wir mal gefunden. Wie ich da gar nicht drauf komme. Ich kann nicht ertrinken, solange ich meine Rüstung anhabe. Wow. Ja, das hätte dann vielleicht sogar schon gereicht. Ups. Ja, das war natürlich perfekt. So platziert man Blöcke, Leute. Jetzt wisst ihr es auch. So, hopp. Und dann mal kurz raus. 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 Na komm. Ich weiß, das Ei habe ich gerade erst mitgenommen. Aber I don't care.
Es sieht nicht so aus, als würde es hier Spawner geben wie im Piratenschiff. Aber Truhen mit einem Kompass drin und Feuerzeug, sehr schön. Und eine leere Truhe, schade. Ist weiter hinten vielleicht noch was? Nope. Da ist unser Müll. Das war's auch schon mit dem Piratenschiff. Mit dem Schiff. Quer über den Ozean, for the win. Ich finde es so interessant, wenn Monster auf der Map angezeigt werden, wie hier zum Beispiel. Also unter mir scheint ein extremes Höhlensystem zu sein, beziehungsweise genau unter mir hätte sogar ein Spawner sein können. Da sollte ich vielleicht demnächst mal öfter achten, also so ein normaler Dungeon. Oh, schon wieder ein Dschungel. Denn ich sollte wirklich mal drauf achten, ob da so viele Monster auf einen Haufen sind. Denn das könnte wirklich Ausschlag geben für, wie nennt man das eigentlich, Dungeon? Ja, ne? Für so ein, ja, Dungeon sein, weil da können nämlich auch die Portal Guns und so drin stecken. Dann würde ich mir nämlich schon ein Nether Star sparen. Muss mal so zu sagen. Guck mal, hier vorne hätten wir unsere Wizard Skelette. Die natürlich eigentlich am gleichen Ort einfach nur in der Hölle sind. Mine. Was auch immer ich da für eine Mine gefunden habe, da hinten. Das dürfte eigentlich in dieser Welt sein. Du bist aber nichts, oder? Fuck. Schweinespawner war das. Jetzt fällt mir wieder ein, was in diesen Dingern versteckt war. Wir haben es gefunden, Bitches. Gehen wir die von oben ab. Das ist, glaube ich, einfacher. So, was haben wir denn hier? Das ist, sieht nach Spider aus. Was war Spider? Das war Spider. Das ist ganz klar Zombie. So, D5 Zombie. Also brauchen wir keine Zombie-Spawner mehr. Was bist du? Cave Spider, oder? Ja. Das ist Skelett. Das ist so unnötig, was man hier findet. Ein tiefer. Cave Spider. Mehr ist hier nicht. Das ist echt so unnötig einfach. Skelett. Zombie haben wir schon voll, tut mir leid. Noch eine Uhr. Hier ist nichts. Ich glaube, hier haben wir schon mal untersucht. Oder jemand anderes zumindest, keine Ahnung. Wassereimer können wir nochmal mitnehmen. Also ich glaube, hier unten war schon mal jemand. Was haben wir hier noch für einen Spawner? Spider? Damit hätten wir schon drei Stück auf Tier 4. Geht das nicht bis Tier 5 hoch? Moment. Soul? Doch, es geht noch bis Tier 5 hoch. Also nochmal kurz hoch. Weil da waren ja noch Zombie-Spawner. Das heißt, man kann die so hoch machen, dass überhaupt kein Leistung mehr angezeigt wird. Okay. Also fehlt uns noch ein bisschen was. Da unten den Spawner. Das war der Zombie-Spawner, ne? Ja. Du. Ja, du. Also hätten wir jetzt ein Tier 5, der Rest ist Tier 4. Die werden wir dann noch erhöhen. Obwohl die auch nicht mehr so viele Kills brauchen, ne? Interessant. Die könnten wir rein theoretisch auch schon mit Kills voll machen. Dann suchen wir uns nochmal ein paar Spawner. Damit geht es nämlich einfach am schnellsten, wie ihr gerade seht. Alter, leck mich doch am Arsch. Warum tue ich das nicht von Anfang an so? Das frisst ultras viel Energie, hier rumzufliegen, Leute. Also empfehlen kann ich es euch nicht mit der Rüstung, weil ihr seht, 2% schon weg. Achso, hier war die Mine, in der ich mal gestorben bin, ne? Uranium. Spinne. Skelette. Ich treffe sie nicht mehr, aber die Gegend zu klumpen. Ups. Wo
ist euer Chef-Spawner? Da. Cave-Spider, oder? Ja. Damit hätten wir die Cave-Spider auch schon mal vollständig. Sache ist natürlich die, es lohnt sich hier gerade überhaupt nicht für uns, da ich kein Licht dabei habe. Und ich hier nichts sehe. Arbeiten wir uns hier wieder raus. Ja. Und kommen da ein anderes Mal zurück. So, in diese Richtung dürfte dann auch irgendwo unser Zuhause sein. Ich flieg mal so langsam zurück. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir einen HV-Solarhelm mache, lädt er dann die Rüstung wieder auf? Ich glaube, das teste ich lieber irgendwann mal kurz im Singleplayer. Weil dann wäre das sogar eine Überlegung wert, wirklich einen HV-Solarhelm zu machen. Ich meine, das kostet natürlich wieder viele Materialien, aber... Was will man machen, ne? So. Zombies wäre schon voll, das wäre das Wichtigste an sich. Beziehungsweise das Wichtigste wäre eigentlich die Wither-Skelette. Aber die kriegen wir nicht so schnell voll. Da müssten wir nämlich leider so ein paar mehr für killen. Ich könnte hier auch wieder laufen, fällt mir gerade ein. Hallo Zombie, brauchen wir aber nicht mehr. So, wir suchen einfach weiter nach Spawnern. Waren wir in dem drin? Backupping. Server lief schon wieder seit 6 Stunden. Oh, Blazes. Hallo. So. Was fehlt jetzt noch? Blaze, Skelette und Creeper. Ja gut, Creeper werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Aber Blaze anscheinend. Oh, vielleicht finden wir doch Creeper. Ich wollte gerade sagen, jetzt bitte zerstör nicht deinen eigenen Spawner. Alter! Diese Dinger sind einfach asozial für den Loot, den sie geben. Spinne. Ich glaube, Skelett oder Zombie oder so war das gerade. Ich sehe ehrlich gesagt gerade nichts. Mir geht so langsam die Energie für meine Scheiße aus. Danke fürs Licht. Spinne. Skelett. Na, Skelett hätte ich sogar noch gebraucht, ich Idiot. so ein Müll da drin, ne? Hallo. Boah, Mädel. Huh. Ach, Skelett habe ich jetzt gerade voll geprügelt, außer Sinn ja dann. Also nur noch Skelett und... nicht Skelett, sondern nur noch Creeper und... nur noch Creeper und... Blazes. Ihr instant wisst, wo ich bin. Habe ich so laut gegessen? Genau die Dinger brauche ich eigentlich. Na gut, wenn ihr eh nicht wollt. Den Eimer nehme ich mit, dafür habe ich gerade Platz. So. Autsch. Spinne. Skelett. Nichts. Quatsch. Creeper. Geht mir doch nicht so auf den Sack.
Alter! Scheiß Skelett-Spawner, scheiß Spinnen-Spawner. Scheiß Skelette. Den Dingern ist nur Müll, wie gesagt, das ist echt schlimm. Doch, das ist echt schlimm, du, das sag ich dir. Mal so ein bisschen Eisenwerkzeug mit, komm, das Eisen kann ich auch ertragen. Tja, Leute, wir nehmen wieder Überlänge auf. Ich sage mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.